Nun hatte also der gute Jan Hofer seine letzte Tagesschau. Was wäre das für ein Knaller gewesen, wenn er sich unsterblich gemacht hätte mit einem Abschiedsaufsager wie diesem hier. Unsere Mitverantwortung an der entstandenen Krisensituation in der DDR konstatieren wir mit tiefer Betroffenheit. Wir haben es zugelassen, dass unser Medium durch dirigistische Eingriffe missbraucht wurde. Dadurch wurde das Vertrauen vieler Zuschauer und nicht zuletzt zahlreicher Mitarbeiter im DDR-Fernsehen erschüttert. Dafür bitten wir die Bürger der DDR um Entschuldigung. Den Verlust an Vertrauen abzubauen wird langwierig und hart sein. Dazu sind wir entschlossen, das zwingt uns zu schonungsloser Prüfung des Zustandes unserer Arbeit und ihrer Ergebnisse. Tja, Chance verpasst. Dennoch, ich habe nichts gegen Jan Hofer, er wurde von mir als Mitläufer eingestuft. Seine Abschiedsvorstellung am 14.12.2020 nehme ich als willkommenen Anlass für den teilweisen Re-Upload eines Videos aus dem Frühjahr, der Zeit des ersten Lockdowns, verbunden mit einer kleinen Live-Überraschung ganz am Schluss der heutigen Folge und natürlich mit freundlichen Grüßen. Nun zu Jan Hofer. Haben Sie mitbekommen, was der Ende April in der Tagesschau zu sagen hatte? Hören wir gut zu. Die derzeitige Krise wird offenbar verstärkt von Extremisten dazu genutzt, ihre Ideologien und Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das geht aus einem vertraulichen Lagebericht des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung hervor. Das ist schon eine eigenwillige Form von Vertraulichkeit, wenn die Ergebnisse in der Tagesschau vermeldet werden. Danach geben Rechtsextremisten Minderheiten die Schuld an der Ausbreitung des Virus. Auf der anderen Seite bezeichneten Linksextremisten die Anti-Corona-Maßnahmen als Weg in den Überwachungsstaat und riefen zum Widerstand auf. Da habe ich auch noch mal Glück gehabt. Minderheiten mache ich nicht für irgendwas verantwortlich. Sehr wohl aber sehe ich eine aufkommende Überwachungsgefahr. Ich bin also kein Rechts-, sondern Linksextremist. Puh, was viele nicht wissen, Jan Hofer ist im Gegensatz zu Reinhard Becker kein Redakteur. Der ist nicht mal Texter. Nein, das ist ein Sprecher. Ein anspruchsvoller Beruf, ohne Jux. Dafür ist eine intensive Ausbildung erforderlich. Und ein Freund aus dem Gewerbe hat mir mal was Interessantes verraten. Die langlebigsten Sprecher am Markt sind die, die ohne zu murren alles vorlesen, was ihnen hingepfeffert wird. Jan Hofer ist seit über 30 Jahren bei der Tagesschau. Der liest alles. Ja, es wird gelesen, was auf den Tisch kommt! Am liebsten würde ich mich mal um 8:02 bei der Tagesschau ins Studio schleichen und Jan Hofer ein Manuskript mit Kinderliedern auf den Tisch legen. Der wird das lesen, genau wie er alles andere liest. Bäm, 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 bäm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge zur schönen Maienzeit. Häschen in der Grube saß und schlief. Das geht aus einem vertraulichen Bericht der Bundesregierung hervor. Der Cowboy Jim aus Texas, der tags auf seinem Pferd saß, der trug einen Hut aus Stroh und darin saß ein Floh. Yippie-yay, 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 yay-yay-yay. Das Wetter. Jan Hofer ist seit über 30 Jahren bei der Tagesschau. Der liest alles. Es wird gelesen, was auf dem Tisch kommt. Am liebsten würde ich mich mal 7:55 in Hamburg bei der Tagesschau ins Studio schleichen und Jan Hofer ein Manuskript mit Kinderliedern aufs Pult legen. Ja? Der würde das lesen. Ja? So wie er alles andere liest. Bam, 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 bam. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit. Wer wohl am besten sänge, wer wohl am besten sänge zur schönen Mahlzeit. Häschen in der Grube saß und schlief. Das geht aus einem vertraulichen Bericht der Bundesregierung. Der Cowboy Jim aus Texas, der tags auf seinem Pferd saß, der trug einen Hut aus Stroh und darin saß ein Floh. Yippie-yay, 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 yay-yay-yay. Das Wetter. Dankeschön. Ja. Ja.